bricht jetzt der komplette Immobilienmarkt im Neubausegment zusammen? Ja, eine neue Statistik legt dies nahe, weil man durchaus feststellt, dass die Gesamtbedingungen hier für Investoren, aber auch, sag ich mal, für größere Bauunternehmen hier in Deutschland nicht mehr ganz so positiv sind. Wir haben das Thema Neubau, Neubaukosten ja schon massiv auf diesem YouTube-Channel auch behandelt. Und man muss ganz klar sagen, die größten Faktoren liegen nicht mal in der freien Wirtschaft, sondern an den Behörden. Und das legt auch diese neue Statistik nahe und von daher herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Wir leisten uns eine Bürokratie mit massivster Menge an Verwaltungsbeamten. Wenn man jemandem Gehalt zahlt, was ja der Nettosteuerzahler am Ende zu zahlen hat, also die Privatwirtschaft finanziert ja hiermit den Verwaltungssektor, und da würde man sich eigentlich wünschen, dass dann dieser Verwaltungsapparat ganz einfach seine Tätigkeit einfach durchführt. Was aber jetzt dazu hier spannend ist, ist, dass die Neubaugenehmigungen massiv zurückgegangen sind. Im Juli 2023 wurden nach aktuellem Stand hier 21.000 neue Wohnungen im Juli genehmigt. Wer das Ganze in Relation setzen will: die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Würde man selbst den Juli Höchstwert mit dazu nehmen, würde man maximal auf ca. 250.000 Wohnungen kommen. Das heißt, komplett verfehlt. Jetzt ist es an der Stelle auch so, dass man ganz klar sagen muss, wie schaut es denn im Vorjahresmonat aus? Also trotz Ukraine-Krise, trotz anziehender Inflation war der Wert im Juli 2022 höher. Nämlich um 9.600 Wohnungen war es höher. Also knapp über 30.000 Wohnungen wurden im Vorjahresmonat gebaut. Es gibt viele Faktoren, die dort jetzt auch eine Rolle spielen. Denn zum einen, wie gesagt, der Einbruch von ca. 31,5% rührt ja auch aus einer Mixtur von vielen her. Einfach natürlich die massiv gestiegenen Baukosten. Dann natürlich auch die schlechten Finanzierungsbedingungen. Und zudem natürlich das Chaos mit dem Heizungsbaugesetz plus zusätzlich ja unsere Behörden. Denn zum einen gibt es hier Genehmigungsverfahren, die sehr, sehr lange laufen. In Regensburg gibt es hier ein Neubauprojekt, was seit 8 Jahren darauf wartet, genehmigt zu werden. Hier in Regensburg 400 Wohnungen, glaube ich, sind, so 300 Wohnungen, sowas um den Dreh, wo man sagt, das ist bei einer Stadt mit 150.000 Einwohnern, kann das schon was ausmachen. 300 Wohnungen sind dort sehr viel. Und da liegt es an den Behörden, die seit Jahren das nicht genehmigen. Jetzt kommen wir aber mal zu den Punkten. Baukosten. Da spricht man ja immer, ja, die bösen Bauherren, die wollen da ihr Geld verdienen. Da will ich euch nochmal ein Video ans Herz legen, was wir auch schon gemacht haben. Und zwar, der größte Block an Baukosten, den verdienen nicht die Bauherren oder die Bauunternehmen, sondern die Regierung selbst. Das heißt, im Großen und Ganzen, damit wir uns den Wasserkopf in der Bürokratie leisten können, mit diversen Ämtern, die hier immer überall zuständig sind, mit Steuern, Grunderwerbsteuer, Notarkosten, also Bürokratiekosten, die hier dazu kommen, und auch natürlich diese ganzen Themen mit Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort, sind für 40% der Gesamtbaukosten zuständig. Das heißt im Grunde, in jedem 1000 Euro, die du im Großen und Ganzen pro Quadratmeter Neubau aktuell zahlst, stecken 400 Euro, die direkt irgendwo in der Bürokratie versickern. Und das sind wieder, sage ich mal, Kosten, die am Ende der Nettosteuerzahler, derjenige aus Privatwirtschaft, der das Ganze finanzieren muss, hier am Ende bezahlen muss. Es gibt, wie gesagt, auch weitere Bedingungen, die auf schlechter Wirtschaftspolitik natürlich zurückzuführen sind, gerade was hier die EZB betrifft, aber natürlich auch mit Blick auf die Bundesregierung, Heizungsgesetz, was vor allem, das kann man sich nicht vorstellen, deswegen lege ich euch auch ans Herz, lest mal internationale Medien. Da wird immer gesagt, ja, das Heizungsgesetz sei so toll. Nein, das Heizungsgesetz schreckt gerade auch massivste Menge an internationalen Investoren ab, weil in dem Zusammenhang hier eigentlich ja dieser Bereich offenbart, wie politisch unsicher gerade Deutschland ist, was die Zuverlässigkeit im Bereich der Bürokratie gibt. Denn wie dieses Gesetz durchgeführt worden ist, wir sprechen hier nicht über den Investor, der ein oder zwei Wohnungen hier kauft, wir sprechen über große Investoren, die sich leisten können, mal 500, 600.000 Wohnungen zu produzieren oder herzustellen. Das sind die, um die es eigentlich aktuell geht. In den ersten Monaten wurden aktuell hier ca. 156.200 Wohnungen genehmigt. Das ist ein Rückgang hier im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 27,8%, was bedeutet 60.300 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum 2022. Wie gesagt, die Finanzierungsbedingungen haben sich auch durch die letzte Anhebung der EZB hier nicht
verbessert, was auch bedeutet, ganz klar, das ist nicht allein die Schuld der Regierung, aber es ist die Schuld der, ich sage mal, Vorregierung auch mit, dass man hier eine schlechte Haushaltspolitik betrieben hat und hier einfach noch immer, sage ich mal, an der EZB mit dranhängt. Denn Fakt ist auch wieder, hier die, Deutschland steht zumindest mit Blick auf die Vergangenheit mit der Zinslast oder mit der Zinsschuld oder Zinspolitik würde es besser dastehen, wenn wir nicht die anderen Länder mitfinanzieren würden. Das ist natürlich ein so ein wichtiger Punkt. Das Ziel ist an der Stelle ja immer diese 400.000 Wohnungen, wo man sagt, okay, 400.000 Wohnungen und davon verdient an jedem Euro 40% irgendein Beamter, irgendeine, sag ich mal, Land oder Bund in irgendeiner Form mit. Wie gesagt, hier gibt es vor allem die Absenkungen der Grunderwerbsteuer. Ja, das wurde letzte Woche auch massivst kritisiert hier im Bereich Thüringen, aber Fakt ist das, was die Privatwirtschaft will, das ist das, was der Steuerzahler will, der Netto-Steuerzahler, der am Ende die Party bezahlt. Weniger Bürokratie und die vergünstigte Abgabe öffentlicher Grundstücke, die ja, sag ich mal, teilweise für Mietwohngrundstücke hier nur sehr schwierig und unter sehr hohen Bedingungen ganz einfach möglich sind, weil einfach die Vorgaben teilweise nicht einhaltbar sind. Zudem auch KfW-Förderung. Es existieren aktuell Wohnungsraumförderungen, die man ja als Subvention sehen kann, aber der klimatische Neubau ist bisher, sage ich mal, nicht so positiv durchgeschlagen, wie man sich es gehofft hat. Das war ja auch ein Projekt von Habeck, der gesagt hat, hey, mit der KfW-Förderung, die wir da einbauen oder jetzt auch der neuen Förderung, hier die jetzt kommen soll bezüglich der Heizungsgesetze, einfach leider an der Stelle komplett, sage ich mal, daneben gegriffen. Denn wie gesagt, die Privatwirtschaft ist immer schlauer als das Beamtentum und die Bürokratie. Das muss man am Ende auch so sehen. Und von daher ist es schon so, dass man ganz klar sagen muss, die positiven Effekte sind ausgeblieben. Es ist ein Rückgang, und jetzt gehen wir mal in die Details rein, ein Rückgang hier von 36,5% auf 30.800 Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser ein Minus von 53,2% auf 8.900 Wohnungen und Mehrfamilienhäuser Rückgang um 27,5% auf 83.600 Wohnungen und bei Wohnheimen gibt es aber einen leichten Zuwachs. Wie gesagt, unter anderem an der Stelle muss man ganz klar sagen, dass natürlich auch hier die Politik sehr, sehr schnell gegensteuern könnte, wenn sie wollen würde. Denn, wie gesagt, hier nochmal ein kleiner übler Blick über die wichtigsten Statistiken, auch aktuell. Und zwar hier die Bevölkerung in Deutschland nach Wohnsituation, finde ich ganz spannend, wo man auch sagt, okay, eigenes Haus haben hier in Deutschland, nimmt auch leicht ab. Natürlich, das ist ein langsamer Trend, aber pro Jahr, wenn man sagt, hier, wenn es hier 0,0,3, 0,2 und dann natürlich hier ein leichter Anstieg, aber dann wieder dieser massive Drop um 0,9%. Die Eigentumswohnungen hier relativ konstant mit einem leichten Anstieg. Was bedeutet hier, gibt es einen leichten Trend weg vom Einfamilienhaus hin zu einer Eigentumswohnung. Liegt aber natürlich auch an den hohen, sag ich mal, Anforderungen, die man mittlerweile hat. KfW 55 oder 50, ich weiß nicht mehr, welche Zahl es ist. Und an der Stelle, wie gesagt, hier auch die leichte Zunahme hier in dem Bereich, wo man ja sagen muss, hier ist es durchaus nicht ganz ja ohne. Häuserpreisindex finde ich eine schönste Statistik und wie gesagt, das möchte ich deswegen mit reinnehmen, dass jeder bitte nochmal hier ganz klar nachdenkt, jeweils 40% von diesem Hauspreisindex hier mit Blick auf Entwicklung der Hauspreise, hier 40% davon geht auf Bürokratie, Beamtentum, Politik und Ähnliches zurück, weil im Grunde diese Steuerbelastungen alles dort natürlich auch mit einkalkuliert ist. Von daher sieht man auch hier diesen massiven Anstieg seit 2011. Das sind natürlich diese ganzen Anstiege plus zusätzlich die auch gestiegenen Anforderungen. Denn viele sagen ja immer, ja, das lag an den Spekulanten und so weiter. Nein, vieles lag einfach hier in diesen Jahren auch daran, an den KfW-Fördersätzen und natürlich an den energetischen Maßnahmen, die hier in den letzten Jahren mit reingekommen sind und auch den enorm steigenden Kosten seitens der Verwaltung. Und deswegen, wie gesagt, wenn ich hier immer wieder kritisiert werde, dass ich aktuell so enorm kritisch gegenüber unseren Behörden bin, gegenüber der Politik bin, ja, das ist einer der Gründe, denn man muss ganz fairerweise sagen, dass am Ende es nicht sein kann, dass wir hier in eine Situation reingeraten, wo wir irgendwann mehr im Grunde nur für Verwaltungsapparat zahlen, als im Großen und Ganzen wir rausbekommen. Denn das ist wirklich einer der Kipppunkte, wo man sagen kann, wenn das hier kippt von der Verwaltungstätigkeit, sprich über die 50% geht, dann haben wir
wir hier irgendwann mehr Verwaltungsbeamte als zum Beispiel auch an der Stelle ganz einfach, sag ich mal, Leute, die wirklich in Privatwirtschaft was erwirtschaften, was am Ende dazu führt, dass perpetuum mobile der Nettosteuerzahler, das ist das, der Beamten gibt es nicht. Wenn es noch Beamte gibt, dann können wir uns gar nichts mehr leisten.